Hallo Sven, schön, dass du da bist. Also wir freuen uns, dass du da bist. Wir hatten ja gesprochen darüber, dass die aktuelle Situation sehr, sehr schwierig ist heute für die Künstler. Gerade die Live-Darstellungen, das Entertainment, das in der Interaktion, von der Interaktion mit dem Publikum lebt. Ist es nicht der Horror? Wie stehst du dazu, zu der ganzen Situation aktuell? Also für uns Künstler ist es eine Katastrophe, das ist ja gar keine Frage. Ich stehe, aber ich habe da eine andere Sicht der Dinge als viele Kollegen, weil mir das Retten von Menschenleben einfach erstmal wichtiger ist. Also wenn wir durch diese Maßnahmen Menschenleben retten, so weit bin ich dann Humanist, dass ich sage, dann muss auch ich da durch. Ja, und ich komme da einigermaßen durch, jetzt natürlich leicht reden, weil ich ja noch Radio habe und einigermaßen über die Runden komme. Es gibt Kollegen, die haben gar nichts, natürlich ist das dann ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem denke ich, es geht erstmal darum, Leben zu retten und diese Gesellschaft zu retten. Und da muss auch ich meinen Beitrag zu leisten, den ich auch leiste, und zwar richtig brutal leiste im letzten Dreivierteljahr. Das Einzige, was ich wirklich anprangere, ich prangere nicht die Maßnahmen an, ich kann das alles nachvollziehen, ich halte mich auch dran, ich trage auch Maske und halte Abstand und gucke auch wirklich, mich mit so wenig wie möglich Leuten zu treffen. Das Einzige, was ich halt anprangere, dass man uns Solo-Selbstständige völlig alleingelassen hat. Und wenn ich dann irgendwie höre, ja, uns bleibt ja dann noch Hartz IV, da muss ich mal kurz lächeln, mit Hartz IV kann ich noch nicht mal meine Versicherungen bezahlen. Also die haben, glaube ich, überhaupt gar keine Vorstellung, wenn du so in der Künstlerbranche bist wie ich, dass du ja schon irgendwie, ich meine, das müssten sie ja sehen, wenn sie mir die Steuerbescheide jedes Jahr schicken. Ja? Die haben ja zum Beispiel in der ersten Pandemie, also in dem ersten Lockdown, haben die mir den Steuerbescheid von 2018 geschickt. Da habe ich dann mal ganz laut geweint, wo ich sage, wisst ihr Leute, ihr brecht mir alle, jetzt wollt ihr Geld haben. Also das vergessen viele, dass wir unglaublich viel umsetzen, unglaublich viel Steuern bezahlen. Und wenn ich überlege, mir rette die Lufthansa und mir rette was weiß ich, den und den, aber uns hat man völlig außen vor gelassen. Also und das jetzt halt seit März und was jetzt im November kommen soll, diese 75%, da gibt es ja noch nicht mal ein Antragsformular. Also kein Mensch weiß, wann das kommt, kein Mensch weiß, wie lange das dauert. Also man hat das schon auf Kosten der Solo-Selbstständigen und Künstler und auf den Kosten der Kultur quasi das ganze Ding ausgelebt und das ist echt scheiße geworden. Also ich unterstelle da gar keine Boshaftigkeit, aber ich glaube einfach, man hat das gemacht, weil wir diejenigen sind, die wahrscheinlich die leiseste Stimme haben. Du hast es gerade angesprochen, du machst ja auch Radioshows und so, du bist also im Gegensatz zu manch anderem viel breiter aufgestellt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Radioshow. Wie geht es da weiter? Du schreibst auch noch Kolumnen, habe ich gesehen. Also Kolumne für die Zeitung schreibe ich nicht mehr, seitdem ich noch vor 3,5 Jahren in den Aufsichtsrat von Mainz 05 gewählt worden bin. Das ist ein bisschen schwierig, wenn du im Aufsichtsrat sitzt und den Verein angreifst mit einer Kolumne. Das ist ein bisschen blöd. Aber die Morningshow-Comedy mache ich jetzt seit über 10 Jahren tatsächlich. Ich glaube, das müsste mittlerweile auch Rekord sein in Deutschland. Ich kenne niemanden, der das 10 Jahre lang gemacht hat. Und habe seit 3,5 Jahren meine eigene Radiosendung, Rockertreff. Das ist eine Heavy-Metal-Sendung mit Talks, mit sehr interessanten Talks, mit sehr guten Talks mittlerweile. Also wir haben zum Beispiel ganz viele Hörer, die Sendung hören, obwohl sie die Musik nicht mögen, weil sie die Talks so geil finden. Und werden mittlerweile auch wirklich, sagen wir mal, zugeschissen von Plattenfirmen. Und also wir hatten jetzt Thomas Godoy letzte Woche, nächste Woche. Jetzt am Donnerstag kommt Doro Pesch. Also wir haben dann auch schon größere Künstler mittlerweile und haben da ganz viele tolle Themen, haben da auch einen Riesenspaß dabei. Und Radio war schon immer mein Ding. Also ich meine, guck dir mal Gesichter und damit kannst du gar Fernsehen machen. Babbeln ja auch, ne? Ich hab halt Radiogesicht, weißt du? Es ist halt einfach. Ist halt so. Nein, und wo genau ist der Sender? RPR1 ist in Ludwigshafen, das vergessen viele. Und also ich musste auch immer hinfahren. Und diese Sendung live lebt auch tatsächlich von dieser Live-Performance, also dass die Künstler vor Ort sind, weil viele sagen dann so, nö, aber wir könnten das per Telefon machen, das machen wir nicht. Also wir sagen, du musst vor Ort sein. Und wir hocken uns dahin und trinken gemeinsame Bier und versuchen, den Menschen etwas zu entlocken, was noch keiner entlockt hat. Und dann muss ich tatsächlich sagen, hat jetzt Thomas Godoy sowie auch Doro Pesch beide gesagt, das wäre das netteste und interessanteste Interview gewesen, was sie je gegeben hätten in ihrer Karriere. Was natürlich ein Riesenkompliment. Das ist, finde ich, ein Riesenkompliment. Das war auch tatsächlich ernst gemeint. Das haben sie auch so kommuniziert nach außen, also auch auf ihren eigenen Pages. Und das ist dann schon ein Kompliment, weil wir halt eine andere Seite machen. Also wir versuchen mal hinter die Kulisse und hinter den Künstler zu gucken und stellen nicht irgendwie immer dieselben dummen Fragen. Also du sagst es gerade, Aufsichtsrat, Mainz 05. Ich meine, du siehst jetzt nicht aus wie ein Aufsichtsratsvorsitzender optisch, aber wie ein Fußballfan auf jeden Fall, das wissen wir. Erklär uns doch mal, wie ist denn die Berufung da zustande gekommen? Naja, also ich bin Mainz 05. Man sucht sich ja nicht seinen Verein aus, der Verein sucht sich ja aus. Ich bin in Mainzer Bub, mein Opa hat mich, als ich 3 der 4 war, das erste Mal mit hochgenommen.
auf der alte Bruchweg und dann habe ich mir irgendwelche 0:0 bei Seidewind und Dauerregen gegen Sportfreunde Eisbachtal, Oberliga Südwest angeguckt und habe mich totgelangweilt als Kind. Aber so ist der Kontakt zum Verein entstanden. Dann habe ich alle Nicht-Abstiege aus der zweiten Liga miterlebt und irgendwann seit 97 eine Dauerkarte gehabt. Wir haben ja auch die ganzen Songs der Boomchucks, ja. Ich spiele, mache ja noch Musik, die genau. Werden ja alle im Stadion, laufen ja alle im Stadion. Da ist der Kontakt entstanden über die Musik. Naja, und irgendwann kam mal diese Struktur, Vereinsstrukturänderung und es gab dann einen Aufsichtsrat und dann gab es zwei Möglichkeiten, entweder halt kaufmännisch oder juristisch Fachkraft oder halt eine Person des öffentlichen Lebens. Ich habe mich dann auf die Person des öffentlichen Lebens berufen. Aber ich habe ja selbst Wirtschaftsabitur gemacht und habe ja auch Industriekaufmann und ich bin ja nicht der ganz Dolle. Und habe mich tatsächlich beworben und dachte irgendwie, es geht um meinen Herzensverein und ich kann da was anschieben und bin auch tatsächlich mit den meisten Stimmen damals gewählt worden. Und sitze jetzt seit 3,5 Jahren im Aufsichtsrat als Mitglied und ist spannend, ist auch in Corona-Zeiten spannend, weil das natürlich auch für einen Fußballverein wie Mainz 05 eine harte Zeit ist, auch finanziell. Also deine To-Dos dort sind, so, kannst du mal so einen Überblick geben über deine Aufgaben im Aufsichtsrat? Naja, also es ist tatsächlich so, dass wir Entscheidungen treffen wollen, die du gar nicht treffen willst. Also wir reden hier von Millionen, ja, du musst wirklich über Millionen entscheiden. Und musst über Strukturen entscheiden und musst über Personalien entscheiden. Wir stellen ja beide Vorstände ein, also kaufmännischer Vorstand und Sportvorstand. Das sind schon Entscheidungen, die dir ab und zu mal schlaflose Nächte bereiten. Vor allem, wenn du halt allererstes einmal Fan bist. Ja, also du bist ja als erstes mal Fan und dann bist du ja auch Aufsichtsrat. Aber es ist interessant. Wir entscheiden halt über die Grundstruktur des Vereins, also über die finanzielle Ausstattung. Wir entscheiden natürlich nicht über Spielereinkäufe, das macht ja der Vorstand. Müssen viele Sachen absegnen und da hast du schon, also du liest dich viel ein, du liest viele Strukturen, auch DFL und DFB und es ist interessant, aber anstrengend. Also es ist wirklich, also gerade jetzt zu Corona-Zeiten, was war, die letzten 3,5 Jahre waren nicht vergnügungssteuerpflichtig. Naja, du, also wie gesagt, du bist ja viel beschäftigt und kommst du denn dazu, noch eine neue Show zu schreiben? Bin ich dabei, muss ich. Ich komme nächstes Jahr mit einem neuen Solo-Programm ab September. Nochmal. Was ich eigentlich... Ja, was ich natürlich schade finde, dass das Solo, was ich jetzt gerade spiele, also das als ob mein erfolgreichstes Programm ever war, weil wirklich tatsächlich alle Hallen ausverkauft waren, bis halt die Pandemie kam und ich natürlich auch ganz viele Zuschauer es nicht sehen konnten im letzten Dreivierteljahr, weil ja alles abgeblasen wurde. Aber der Rhythmus sagt, nächstes Jahr im September und dann hoffe ich, dass wir bis dahin alle so geimpft sind und die Leute wieder so viel Bock haben, in die Shows zu kommen, weil... Das haben wir jetzt ja auch gemerkt. Selbst als dann der Lockdown etwas gelockert wurde und wir konnten Shows spielen, die Leute kaufen ja gar keine mehr. Wir haben ja Schiss. Ja, das ist tatsächlich, du spielst dann in der 500er Halle vor 120 Leuten und wenn du 120, also verkaufst dann auch die 120 Karte zäh und wenn du 120, 80. Also das ist einfach die Realität und dann spielst du in der 500er Halle mit 80 Leuten, hocke da zwei und da zwei und da kommt keine Stimmung auf. Das heißt, du hast kaum, du kriegst die Lache gar nicht mit, weil die Halle so groß und so weit ist. Aber ich meine, gut, Augen zu und durch und weiter spiele. Ja, du hast es ja gerade angesprochen, dass Corona ein großes Problem ist. Aber ich habe gehört, dass das C-Wort, das ist nicht mehr in deinem Wortschatz vorhanden. Wie überspielst du das? Wie machst du das rhetorisch weg? Corona sollst du ja, willst du ja nicht mehr aussprechen, habe ich gehört. Das wäre so ein Anti-Wort für dich. Naja, es bringt mir ja nichts. Also ich kann mich jetzt jeden Tag darüber aufregen, über Corona. Das ist halt so ein scheiß Virus. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist nicht der letzte. Das ist nicht die letzte Pandemie. Also ich sage jetzt mal, wenn wir das mal so ein bisschen runterziehen, die Erde wehrt sich, habe ich so das Gefühl. Also ich meine, wir sind ja wirklich mit unserer Erde die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte umgegangen. Also jetzt sagen wir mal das letzte Jahrhundert vielleicht. Und die Erderwärmung kommt, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Wir können sie nur noch reduzieren. Weiß auch kein Mensch, was auf uns zukommt. Und ich habe so das Gefühl, so nach dem Motto, ja, die Erde, die Welt wehrt sich gegen uns Menschen. Und dann kriegst du mal so eine schöne Pandemie und wir haben ja noch Glück. Ich meine, das könnte auch ein ganz anderer Virus sein. Das könnte eine spanische Grippe sein oder die Pest oder sowas. Wir haben ja in Anführungsstrichen, was jetzt natürlich blöd klingt für die dran gestorben sind, aber es ist jetzt kein Virus, was jeden automatisch tötet. Schlimmer geht immer. Ja, schlimmer geht immer und ich glaube, die nächste Pandemie wird kommen. Okay, kommen wir mal weg von den Toten. Sag mal, du bist ja eigentlich ein Comedian. Wieso hast du denn nicht überlegt, vielleicht so ein Stream-Comedy zu machen? Also, dass man Comedy-Elemente über deine Webseite gegen einen kleinen Obolus irgendwie sich ansehen kann? Sowas wie Netflix, nur im Comedy-Bereich? Ich habe einmal ganz am Anfang ein Streaming gemacht.
von meinem Programm. Da habe ich 70 Minuten in die Kamera gespielt, in der Halle 45 in Mainz. Also ich meine, du kennst die, die ist riesengroß. Ja, das ist auch eine riesengroße Halle. Da passen, glaube ich, da waren so 5000 Menschen rein. Also das war schon sehr surreal, das zu tun. Aber ich habe das gemacht und das lief auf Spendenbasis. Das war auch okay. Aber ich habe jetzt so eher den Eindruck momentan, weil das so viele Kollegen machen und mich persönlich das schon nervt, wo der da streamt und der da Video macht und jetzt ist Podcast ist das Allerneueste, alle müssen jetzt Podcasts machen, dann würde ich auch gefragt, ob ich einen Podcast, natürlich könnte ich das, ich meine, ich kann ja auch die Radiosendung gut, aber ich sage irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nicht alles mitmachen und ich ziehe mich auch ein bisschen zurück, vielleicht auch in der Hoffnung, dass die Leute dann im Frühjahr oder Sommer sagen, ey, ich habe Bock, den Typ mal wieder zu sehen. Und nicht dieses omnipräsent und omnipräsent und omnipräsent und den Leuten noch mehr auf den Sack gehen. Also ich gehe denen schon jeden Morgen bei RPR auf die Eier und dann auch noch jeden Donnerstag mit der Sendung auf die Eier. Ja. Also wenn ich jetzt noch einen Podcast und noch ein Streaming und noch ein, dann heißt es irgendwann so, oh, ich kann den Typ nicht mehr sehen. Also ich glaube, das ist ganz gut, dass ich es nicht mache. Und ganz im Ernst, also neue Medien, ich bin 53, Alter, ich kapiere noch nicht mal Instagram. Ich meine, ich bin auf Instagram, aber ich kapiere es nicht. Okay. Also wenn ich die Dinger von meiner Tochter, die dann irgendwelche Stories mit Like und Hochswipe und da bin ich raus. Also ich müsste echt mal so einen Instagram-Kurs machen. Ist aber für mich auch nicht mehr so wichtig, glaube ich. Okay, also wechseln wir mal von den neuen Medien hin zu deinen Leidenschaften. Mainz, du lebst, also du kommst aus Mainz, wohnst aber aktuell in Rheinhessen, meine ich mich zu erinnern. Ja. Fußball, Fasnacht, Rockmusik, das sind ja so die Basics, die dich und deinen ganzen Charakter also sehr rudimentär beschreiben, wir kennen uns ja seit vielen Jahren. Ja, Fasnacht nicht so wirklich. Also ich bin jetzt kein wirklicher Fasnachter, aber es gehört natürlich zur Stadt dazu und es ist Teil unserer Mainzer Identität. Ich bin jetzt auch kein Fasnachtshasser, aber ich bin jetzt in keinem Fasnachtsverein irgendwie tätig. Aber ich mag die Fasnacht, weil das halt irgendwie, also ich sage mal so, was ich an der Fasnacht total witzig finde oder surreal ist, dass Menschen sich dann so verkleiden, wie ich das ganze Jahr rumlaufe. Also ich bin das ganze Jahr Fasnacht, weißt du so. Ich bin vom Prinzip her das ganze Jahr verkleidet. Naja, wobei das ja schon deine, also Fasnacht vielleicht nicht, aber die Rockmusik Mainz. Ja, natürlich, ich bin alter Metaler, ich war schon immer Metaler und werde immer Metaler bleiben. Das geht ja auch nicht weg. Also Metaler, du bist ja Metaler, du bist kein Metaler. Das ist ja nicht so, dass du Metaler bist, bis du 33 bist und dann fängst du einfach mal an mit Popmusik. Nein, wenn du Metaler bist, bist du Metaler und dann bist du Metaler bis zum Tod. Und das überlege ich mir gerade, habe ich mir letztens schon überlegt. Wenn du so Bilder siehst aus dem Altersheim und dann kommt dann was weiß ich, irgendwo so DJ Schnickschnuck und spielt dann irgendwelche Schlager, ey Alter, da fang ich an zu kotzen. Und ich hoffe, dass wenn ich alt bin, so viele Metaler bei mir im Heim sind, dass wir wenigstens Metal hören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich irgendwann 70, 80 bin, dass ich jetzt anfange irgendwie 7 Fässer Wein geil zu finden. Weißt du? Also ich bin Metaler. Und das ist, ich habe da echt Angst vor. Also ich habe da wirklich Angst vor, dass ich irgendwann meine Kinder mich in so ein Altersheim abschiebe und ich dann da hocken kein Metal mehr hören kann. Udo Jürgens ist das, was er sagt. Ich mag ja Udo Jürgens, der tolle Künstler, aber dann so, nein, also ich will auch weiterhin Metal hören. Deshalb versuche ich so lange wie möglich zu Hause zu bleiben, um mein Metal zu hören. Vielleicht gibt es bis dahin ja Metal-Altenheime, ne? Gibt es ja, also es gibt tatsächlich, es gibt ein Projekt, das nennt sich, wie hieß das nochmal? Der war bei uns in der Sendung. Rockerpension, glaube ich. Und die haben tatsächlich ein altes Gebäude gekauft. Okay. Und bauen jetzt, also das sind alles Motorradjungs und teilweise auch Metaler. Und die haben sich ein eigenes großes Geschäft gebaut und machen da eine Pflegestation rein für Rocker. Das finde ich aber eine tolle Idee. Finde ich total geil. Also die schrauben an ihren Motorrädern noch rum, die können da rumschrauben und können weiterhin. Das wäre auch so mein Ding. Musik, das ist angesprochen, Halt dein Maul, die Boomjacks, das ist ja die Rock. Route, die du auch als deine Person, als Frontman dieser Band ja. In Mainz unterwegst. Ich erinnere mich gut, wir haben uns kennengelernt auf der Karneval mit den Boomjacks und da habe ich zu dir gesagt, aber nicht das Papstlied. Was hat das mit dem Papstlied auf sich? Ja, das ist eine Legende, das muss man immer wieder sagen. Das Papstlied ist tatsächlich eine Legende. Es ging einfach mal darum, ich weiß gar nicht, warum das eigentlich, achso, es heißt, warum es Papst heißt, weiß ich gar nicht. Also es geht tatsächlich darum, dass wir ein Lied darüber gemacht haben, dass die ganzen Sektenführer, ob das jetzt, also ich sag mal, ich halte die Kirche mittlerweile auch für eine Art von Sekte. Es ist ja nicht, Sekte ist so negativ behaftet, du musst ja gar nicht negativ sein, aber ob das die katholische Kirche ist, ob das Scientology ist, ob das irgendwie Bhagwan ist, ist ja völlig egal, wer es ist. Es ist eine Sekte. Das sind Leute, die glauben an dasselbe, was sie nicht beweisen können, weil es ihnen irgendeiner erzählt hat. Oder irgendeiner das aufgeschrieben hat, dass es einer erzählt hat. Und da habe ich dann dieses Lied und da geht es halt wirklich, tretet ein in meine Sekte, macht mich reich durch die Kollekte, dann macht euch alle nackig, denn nur nackig sind wir frei.
geht einfach darum, dass es nur um Geld geht, um Vögel. Also es geht einfach, da steht irgendein Sektenfuzzi, verstehst du, und die ganze Mädels flippen total aus und werden von dem Typ dreimal am Tag weggezogen und finden es total geil, weil sie sich irgendwie erhellt fühlen. Ja? Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann müssen wir auch, wenn die Stelle kommt, dann das macht euch alle nackig und nur nackig sind wir frei, machen wir uns halt tatsächlich dann auch nackig auf der Bühne, ja, am Schluss. Aber wir stehen halt nur noch da mit pinken Unterhosen. Also wir zeigen nicht unsere Geschlechtsmerkmale, genau, sage ich mal. Ja. Aber in pinke Unterhose, das haben wir tatsächlich gespielt auf dem Domplatz damals. Und dann gab es eine Anzeige wegen Blasphemie. Genau. Also ich meine, Blasphemie ist ja auch so ein völlig sinnloses Gesetz. Ich meine, also wieso muss ich die Beleidigung meines Gottes gesetzlich schützen lassen? Also wenn der Gott so mächtig ist, dann kriegt er das schon selber hin. Oder? Also ist so meine Meinung. Also wenn der Gott so mächtig ist, dann macht er das selbst. Und wenn er so mächtig ist, dann hoffe ich doch, dass er einfach denkt, da steht so ein langhaariger Vollidiot und hat pinke Unterhose an, der kann mich mal am Arsch lecken. Verstehst du, der kommt dann halt nicht in den Himmel oder so. Aber ich glaube nicht, dass die das Gesetz brauchen. Aber es war damals die Zeit, als du das erste Mal mit dem Bumjack schon gefühlt mit dem Radio zusammengekommen bist. Und ja. Da war so der Kontakt zur RPA 1. Ja, ja, das war schon so. Also RPA 1, klar, ich meine, das ist ja auch der erste Privatsender gewesen oder ist es in Deutschland. Ja. Und dann ist es entstanden und wie gesagt, 2010 kam ich dann in die Morningshow mit der Comedy, wo ich auch gedacht habe, naja gut, das wird so ein halb Jahr laufen und dann bist du aus der Nummer wieder raus, aber das halbe Jahr nimmst du halt mit. Mhm. Da sind jetzt 10 Jahre geworden und ich glaube, ich habe mir tatsächlich in den 10 Jahren so einen gewissen Status erquatscht. Ja, mehr als andere deiner Artgenossen, ne? Also viele sind gekommen und viele sind wieder gegangen und ich bin geblieben. Ja, aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran. Also ich habe ja neulich auch für RPA 1 gespielt, bei dieser Herbstklopfen hieß das, wo sie den Menschen halt so ein bisschen was bieten wollten, unter anderem ich. Und dann haben sie Leute interviewt, die da waren. Und der eine hat ein wunderschönes Kompliment gemacht. Ich glaube, darum geht es. Aber er sagt einfach, das ist ein Typ. Der sitzt jetzt da nach der Show, trinkt sein Bier und gibt Autogramme, der ist so, wie er ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man das Wort Erfolgsgeheimnis überhaupt nennen kann, dass ich einfach der geblieben bin, der ich bin. Also ich bin so, wie ich bin und habe mich nie verändert, habe mich nie verstellt. Und ich glaube, das mögen Menschen, wenn sie irgendwie wissen, der Typ ist einschätzbar und der hängt nicht sein Fähnchen in den Wind und sagt nicht heute so, weil es in ist und morgen so, weil es in ist. Und der sich auch ganz klar gegen rechts positioniert mit allem, was er hat, mit allem, was er hat, ob das im Fernsehen ist, der auch vor dem Rosenmontagszug, den er mitmoderiert, dann Diskussionen führen muss, ob das T-Shirt Nazis raus angebracht ist an Fasernacht. Und ich habe dann nur gesagt, habt ihr mit der Aussage ein Problem? Also habt ihr als öffentlich-rechtlich mit der Aussage Nazis raus ein Problem? Reden wir vom Grundgesetz? Reden wir über das Dritte? Damit war das Thema relativ schnell erledigt und ich durfte mein T-Shirt weiter anbehalten. Also ist es für dich kein Thema? Rheinhessen, Indien, Mainz? Ich ziehe ja auch nicht weg, das ist meine Heimat. Genau, also kein Berlin, Hertha BSC nächste Woche, ne? Um Gottes Willen. Aber jetzt aber eine andere Fangfrage. Warum Mainz 05 und nicht FCK? Als die einen noch in der unteren Liga spielten und der andere noch der erste war. Oder gab es beides bei dir? Nein, FCK war für mich nie ein Thema. Okay. FCK war für mich nie ein Thema, hat mich nie interessiert. Wie gesagt, der Verein sucht sich ja dich aus. Also ich war von Anfang an 05er, ich bin Mainzer. Ich bin Mainzer mit Leib und Seele, muss man dazu sagen. Also ich liebe wirklich diese Stadt. Und es ist wirklich heute noch so, dass ich ab und zu durch mein Städtchen läufe und denke, boah, bin ich froh, dass ich hier leben kann. Also das ist so, ich würde auch nie wegziehen. Ich hätte als Comedian, wäre ich viel gescheiter, wenn ich in Köln, in Hamburg wohnen würde, wo so diese, oder in Berlin, wo diese Haupt-Hotspots sind, wo auch die ganzen Fernsehaufzeichnungen sind, aber ich gehe aus Mainz nicht weg. Was ja auch schön ist, wir sind ja alle froh, dass du hier bist. Und darum hast du ja auch die Hymne geschrieben für Mainz 05. Genau. Mit den Bumjacks zusammen. Genau, steht auch, wenn ihr Mainzer seid oder wir alle sind Mainzer oder mehr als ein Mainzer kann ein Mensch nicht werden. Das ist natürlich immer noch vielen FCK-Fans und das finde ich halt armselig. Also wenn dann irgendwie, nach dem Motto, ich habe das ja so oft gehört, ich finde dich ja super, aber du hast die falsche für euch, deshalb konnte ich da nicht hingehen. Wo ich sage, findest du mich lustig, dann komm zu mir, das ist doch scheißegal, was für einen Verein ich habe. Also, wenn ich rechtsradikal wäre, würde ich sagen, das ist ein Argument. Ja, also dann sagst du, bist ein rechter Wichser, da gehe ich nicht hin. Aber ich meine, die Vereinszugehörigkeit oder die Liebe zu einem Fußballverein ist doch völlig irrelevant. Also, das sagt ja nichts über den Charakter aus, oder? Also hat sich der nationale Durchbruch in der Comedy-Szene nicht groß verändert? Also meine, wir sehen es ja an dir, wir kennen es seit vielen Jahren. Ich kann es verneinen, aber wie siehst du dich selber in diesem Sprung, als du den großen Pool erreicht hast?
Ich halte das Wort national bei mir für schwierig. Also ich habe natürlich schon überall national gespielt. Ganz klar, also von Hamburg bis München, das ist mache ich heute kaum noch. Also mein durch RPR 1 bin ich ja, ich sag mal, in Rheinland-Pfalz weltberühmt. Mhm. Und sobald RPR 1 aufhört, höre auch ich fast auf. Das ist tatsächlich so, wenn ich über die Grenze hinausgehe, spielt sie meine Hallen leer. Das ist ja so ein bisschen immer, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, hier sind meine Hallen voll. Und Rheinland-Pfalz unterschätzt man. Das kann, ist ganz schön groß, also so gefühlt, wenn du halt so ein Programm spielst. Und es reicht für mich wirklich, alle drei Jahre ein Programm zu schreiben und dann von Trier bis Karlsruhe, von was weiß ich, Aschaffenburg bis Saarbrücke, mein Soloprogramm zu spielen. Das reicht völlig und damit kannst du ganz toll leben. Und du bist abends zu Hause. Ich bin ja auch so ein Heimschläfer. Ich hasse Hotels. Mhm. Ich habe das ja jahrelang auch mitgemacht. Und klar, ich werde nicht mehr in Hamburg berühmt. Ich habe kaum noch Fernsehaufzeichnungen, außer es ist mal der SWR oder der HR. Also in dieser internationalen Comedy-Szene finde ich kaum noch statt. Was ich aber gar nicht schlimm finde, weil viele Kollegen von mir wirklich sagen, Alter, du hast das Beste, was man kriegen kann. Weil ich spiele mal hier in Hamburg vor 80 und dann spiele ich am nächsten Tag in Leipzig vor 80 und dann spiele ich in Saarbrücke vor 80. Fahre aber das ganze Jahr rum, penne nur im Hotel, hocke nur im Zug und verdiene in einer Woche so viel wie du an zwei Abende. Ja gut, das ist natürlich, dann ist das natürlich funktional für dich. Ne? Das muss man einfach sagen. Also ich meine, klar, ich werde kein Millionär mit der Nummer, die ich da mache, aber darum geht es auch gar nicht. Ich wollte von meiner Kunst leben können und das kann ich. Und solange ich das kann, habe ich nicht viel falsch gemacht. Ja, das ist natürlich ein tolles Arbeitsleben. Es ist ein Leben mit vielen Erfolgen, Stationen, Erfahrungen. Lass uns doch mal so ein Schnellverfahren, so ein kurzes, so zwei, drei Schlagworte. Wenn ich hier so Stichwort Assoziation, ich meine, das ist in der Psychologie, ich werfe dir was zu und du reagierst drauf. Freundschaft. Ganz wichtig. Mainz. Ganz wichtig. Meine Stadt. Fußball. Fußball wird unwichtiger. Das ist interessant. Rockmusik statt Blasmusik? Rockmusik, Gottes Willen. Also ich muss ja echt sagen, ich bin ja intolerant, was Musik mittlerweile betrifft. Ja, also ich höre dann irgendwas und dann sagt die ganze Familie, ach, das ist total toll, ich sage, was ist das? Das läuft den ganzen Tag am Radio, sag, sorry, ich höre kein Radio. Also das ist einfach, ich höre halt Metal, das ist halt. Und ich werde im Alter immer intolerant, ich werde immer Metaliger. Also es wird immer schlimmer bei mir. Metal-Fundamentalist. Ja, genau. Also eher halt dein Maul oder weine könnte ich weine. Also wenn ich den Erfolg, den ich jetzt habe, mit den Boomchucks hätte haben können, hätte ich den mit den Boomchucks genommen, weil du nicht alleine bist, du bist mit einer Gruppe unterwegs und das ist immer sehr lustig und ich mag meine Jungs auch sehr, dann würde ich sagen, halt dein Maul. Was bedeutet für dich älter werden? Bitte? Älter werden. Ist nichts für Feiglinge. Ja, das ist wohl wahr. Und die Familie? Ganz, ganz, ganz wichtig, weil ohne Familie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also das ist tatsächlich so, ohne meine Frau, die mir jahrelang den Rücken gestärkt hat und die mir auch die Chance zweimal gegeben hat, meinen Job hinzuschmeißen mit zwei kleinen Kindern und Schulden auf dem Haus und so sage, mach dich selbstständig und guck mal, dass du jetzt Rockstar wirst und fünf Jahre später, jetzt guck mal, dass du Comedy-Star wirst, hätte das nicht funktioniert. Also muss man ganz ehrlich sagen und meine Kinder sind eine einzige Inspiration. Die letzten Programme haben die ja selbst geschrieben, quasi durch ihre Art, wie sie sind. Also ohne Familie und ohne Freunde, die dich auch einnorden, das ist ganz wichtig. Also ich habe wirklich, das muss man dazu sagen, ich habe denselben Freundeskreis, den ich vor 20 Jahren hatte. Da hat sich nichts getan. Also ich bin jetzt nicht irgendwie umgeben von irgendwelchen 05 Fußballstars oder irgendwelchen anderen Menschen. Ich habe dieselben Assis und Blödmänner und Metal-Kumpels, die ich schon immer hatte. Und die mir tatsächlich, und das finde ich das schönste Kompliment ever, gesagt haben an einen Freund von mir, mein Freund Harald mit so dicker Arm, hat mir irgendwann, als es losging mit meiner Karriere, gesagt, ich wünsche dir jeglichen Erfolg, aber wenn du arrogant wirst, haust du direkt auf die Fresse. Und dann frag nicht. Also wenn ich irgendwann vor dir stehe und ich knall dir eine, dann weißt du Bescheid. Und der hat mir letztes Jahr gesagt, alter Kompliment, es hat dich nicht verändert, du bist doch genau derselbe Loser, der du vor 20 Jahren warst. Und das ist, ein schöneres Kompliment kannst du gar nicht kriegen, dass die Leute irgendwie, dass meine Freunde völlig egal ist, was ich tue. Die gönnen mir jeden Erfolg, unterstützen mich auch, aber es interessiert niemand. Also das ist das Wichtigste, dass du einfach da als Mensch irgendwie anerkannt wirst. Weil deine Erfolge, mein Gott, nichts ist vergänglicher als der Erfolg von heute. Sven, dann bedanke ich mich. Das war Sven, der Rocker vom Hocker, im Rocker-Treff und halber Maul. Weine kennt dich, weine.